unserem bereits zweiten MFC-Videolog von unserer MFC haben wir bereits mit Herrn Thomas Löffler über das institutionelle Geschäft und über die Strategien der Großanleger gesprochen. Um noch ein bisschen tiefer in diese Materie auch einen Einblick zu gewinnen, darf ich auch heute gleich unseren Fondsmanager Herrn Manfred Zörer begrüßen. Hallo Manfred. Hallo Rupert, grüß dich. Hallo, im heutigen Beitrag, wie schon gesagt, wollen wir ein bisschen tiefer in die Materie blicken, und zwar: Warum braucht man einen Fondsmanager? Welche Strategien verfolgen Fondsmanager? Dann können wir auch noch kurz einen Einblick in deinen Fonds, den du managst, vielleicht tätigen. Gleich vorab, du hast ja schon jahrelange Erfahrung im Fondsmanagement. Magst du vielleicht dich noch ganz kurz vorstellen? Ja, also ich bin der Manfred Zörer. Seit Beginn des Jahres habe ich bei der MFC angedockt, und vorher war ich lange Jahre als Asset Manager, Fondsmanager im Grawe-Konzern tätig, und die MFC hat eben eine Chance geboten, einen Fonds aufzulegen, ja, der sich von der breiten Masse der ETFs etc. abhebt, ja, und deswegen haben wir uns entschlossen, diesen Schritt zu gehen, und haben den Fonds mit 24. Jänner 2020 gestartet. Alles klar. Uns freut es natürlich, dass du bei uns bist, muss man auch fairerweise dazu sagen. Jetzt, wenn wir schon beim Fondsmanagement drinnen sind, warum benötigt man überhaupt einen Fondsmanager? Naja, benötigen, also das ist immer eine Sache, ja. Sagen wir so, warum es hilfreich ist, tue immer leichter. Ja. Also grundsätzlich geht es in erster Linie darum, ja, dass gerade ein Fonds für einen Privatinvestor oder auch sei es für einen institutionellen Investor mannigfaltige Vorteile bietet. Ja. Sei es jetzt darum, durch das rechtliche Konstrukt etc., ja, da geht es um Verlustverträge, die der Privatinvestor beispielsweise nicht mitnehmen kann. Ja. Und natürlich auch habe ich als sogenannter institutioneller Marktteilnehmer ganz andere Zugänge und Möglichkeiten, meine Investments zu analysieren, ja, und zu tätigen. Das ist auf jeden Fall schon, umfasst das ja sehr vieles, was man wahrscheinlich auch gar nicht so leicht in einem kurzen Video auch darstellen kann, wie vielfältig deine Tätigkeit auch ist. Jetzt, wenn man eine andere Frage aus dem Privatkundenbereich oft auch bekommt, Fondsmanager, da denkt man immer an irgendwo gleich an die Wall Street oder an ähnliche Börsen. Jetzt, wenn du einen Privatkunden auch vor dir, jetzt, wenn ich jetzt vor dir sitze, wir bekommen natürlich hin und wieder die Frage auch von Kunden, die sich wundern, warum kauft man nicht einfach die besten Aktien? Ja, wenn das, also gerade diese Frage, naja, natürlich ist halt ganz einfach so, dass man das halt immer leider erst retrospektiv weiß, ja, was die besten Aktien sind oder waren. Ja, also wie gesagt, den Blick in die viel gerühmte Glaskugel, den hat ganz einfach einmal niemand. Ja, also ich würde meinen Job oder den Job eines Fondsmanagers so umreißen oder skizzieren, dass man einfach seine Strategie, die man hat, ja, im Rahmen der Möglichkeiten so gestaltet bzw. so agiert, dass es dem Chance-Risiko oder dass man das Chance-Risiko-Verhältnis der Strategie so gut wie möglich adaptiert und darstellt. Das ist auch schon der springende Punkt, den du sagst, und zwar Strategie. Strategie hört man jetzt überall im institutionellen Bereich, bei Privatanlegern, aber auch entscheidend im Fondsmanagement ist eine Strategie unglaublich wichtig. Ich schätze mal, einfach weil du dir damit auch die gewissen Parameter legst im Vorhinein, zu welchen Zeiten oder zu welchen Aspekten du irgendwo in einen Markt eintrittst, austrittst und dementsprechend handelst, stelle ich mir so vor. Ja, grundsätzlich, also natürlich, es geht einfach darum, ja, es ist auch so, ja, wenn ich es jetzt aus der Kundenseite betrachte, ja, ich meine, ein Fondsmanager ist ja nichts anderes als ein Dienstleister für seine Investoren, ja, der und natürlich die Strategie, ja, je nachdem, wie der Fonds funktioniert etc., ja, soll natürlich auch der Kunde erstens verstehen, ja, und zweitens hat man als Asset Manager oder als Fondsmanager dann eine Leitlinie, ja, an die man sich hält, und vor allem ganz wichtig ist halt auch daran, ja, dass der Kunde darauf auch vertrauen kann, ja, dass er auch das
bekommt, was er gekauft hat, ja, und nicht die Katze im Sack. Ja? Ja, klar. Ich meine, das macht ja auf jeden Fall Sinn. Man stellt sich auch dann vor, wenn man jemanden für eine Dienstleistung bezahlt, dass der das auch dementsprechend richtig machen soll. Wenn wir jetzt bei der Strategie schon sind, magst du vielleicht kurz ein paar Worte zu deinem Fonds, was den so einzigartig macht? Weil ich persönlich finde, es ist eine geniale Idee. Teilweise ist es ein bisschen sehr komplex, die Thematik, aber eventuell schaffst du es kurz, den darzustellen, worum es sich da grundsätzlich handelt. Ja, also grundsätzlich fangen wir mal so an. Die Idee wurde eben geboren, ja, ein Fondskonzept oder einen Fonds zu schaffen, ja, der in allen Marktphasen realisieren kann, ja, und in allen Marktphasen einen Mehrwert bieten kann. Ja. Wir sind ein kleines Haus, ja, und da liegt es halt einfach nahe, wenn man sagt, man managt aktiv, das heißt, man orientiert sich nicht großartig an einer Benchmark, ja, dass man da seine Ressourcen eben bündeln muss und kappen und fokussieren muss. Ja, deswegen sind wir sehr, sehr stark im deutschsprachigen europäischen Raum unterwegs, weil es einfach relativ unglaubwürdig ist, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt der große Stockpicker in den USA, in Japan. Ja, das gibt so viele Parameter, sei es juristischer Natur oder rechtlicher Natur, ja, der Zugang etc., dass ich mir da schwer tue, ja, dem Kunden zu erklären, was jetzt konkret mein Mehrwert ist. Ja, und da sind wir halt dadurch, man muss authentisch sein, ja, und man muss auch sagen, okay, in diesem Feld bewege ich mich, ja, und da kann ich wirklich einen Mehrwert generieren. Ja, jetzt um zu unserem Fonds zu kommen, ja, wir haben das auf drei Säulen aufgestellt. Ja, das eine ist Value Investing, ja, das heißt wirklich Sachwerte, werthaltige Unternehmen zu kaufen. Ja. Natürlich, wenn man nur, klingt natürlich super, ja, nur es ist halt einfach so, dass es, wenn man singulär diese Strategie fährt, ja, dass man halt immer wieder in Phasen kommt, wo man ganz einfach kein Geld verdient. Und darum geht es am Ende des Tages, weil halt einfach der Markt gerade schlecht ist und es läuft halt einfach nicht. Ja. Oder beispielsweise, um es ganz drastisch auszudrücken, wenn man jetzt beispielsweise die Wiener Börse hernimmt. Ja. In Österreich gibt es halt immer wieder im 10-Jahres-Rhythmus ein Jahr, wo der Markt wahnsinnig gut läuft, ja, und die restlichen 9 Jahre ist tote Hose oder saure Gurkenzeit. Ja. Und das Timing ist extrem schwer, ja, und vor allem, das weiß man halt auch nicht, wann das vorkommt. Ja. Und da ja, darauf zu hoffen, dass in 10 Jahren, in einem Jahr einmal performt und die restlichen 9 Jahre funktioniert es einfach nicht. Ja. Das gilt es halt einfach zu umgehen. Ja. Das ist die eine Säule. Die zweite Säule, und das ist eben die Spezialität, das sind Special Situations und vor allem im deutschsprachigen Raum Übernahmen und vor allem unter dem Stichwort Gewinn- und Beherrschungsverträge. Ja? Das Thema, das jetzt weiter auszuführen, würde da jetzt zu komplex sein. Das würde wahrscheinlich auf den Zeitrahmen sprengen. Ja, genau. Kurz umrissen geht es da einfach darum, das ist ein Spezifikum des deutschen Wertpapierübernahmerechts, ja, das es sonst nirgends auf der Welt gibt. Ja. Und gerade diese Investments bilden oder zeigen ein wunderbares Chancen-Risikoprofil und vor allem sind sie in ihrer Ausstattung auch asymmetrisch, wie es so schön heißt. Ja, das ist in Wahrheit ein Investment, ja, dass er jeder Investor sucht, ein asymmetrisches Chancen-Risikoprofil. Das heißt, das Verlustrisiko ist relativ limitiert, aber ich habe eine sehr, sehr attraktive Ertragschance bei diesen Investments und da haben wir uns halt auch sehr, sehr stark spezialisiert, ja, und da gilt es jetzt halt auch jahrelange Erfahrung und vor allem ein riesengroßes Netzwerk in die Waagschale zu werfen und die dritte Säule ist halt einfach auch das, ja, dass wir unsere Positionen auch sehr, sehr stark bearbeiten. Damit verstehen wir einfach, ja, wenn ich jetzt eine Basisposition habe, ja, sei es jetzt die Aktie XY, wo ich einfach sage, okay, die gefällt mir sehr, sehr gut, die hat wahnsinniges Potenzial. Ja. Das heißt aber nicht, dass ich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag warte, bis dieser Fair Value, wie es so schön heißt, erreicht wird, sondern wenn jetzt die Aktie beispielsweise um 5% in die Höhe geht, kann sein, dass ich ein bisschen was verkaufe
und da dann auch wieder, wenn sie dann 3% tiefer geht, wieder zurückkaufe. Das verstehen wir unter aktives Positionsbewirtschaftung. Ja? Und da sind wir wieder beim Fonds, ja, da tut sich halt ein Privatinvestor das zu machen sehr, sehr schwer, weil es spesenseitig natürlich ein Thema ist. Ja? Und da sind wir auch beim großen Punkt, wo ein Fonds sehr, sehr viele Vorteile hat. Ja? Mir kostet eine Transaktion im Fonds 0,05%. Ich glaube nicht, dass irgendein Privatinvestor mit dieser Kostenseite eben agieren kann. Ja? Absolut. Und natürlich, abgesehen jetzt nur von der Kostenseite, ist es natürlich auch extrem zeitintensiv. Also ja, natürlich. Also alleine sich wahrscheinlich schon 10 Unternehmen im Portfolio tagtäglich anzuschauen und neu zu bewerten und dann Quartalszahlen und ähnliche permanente Neuigkeiten auch irgendwo zu filtern. Das ist ja fast für eine private Person neben einem normalen Job. Ja, also wie gesagt, schwer machbar. Ja. Es ist eben mein Job, ja, oder meine Arbeit. Ja. Ja. Und ich mache halt den ganzen Tag nichts anderes. Ja. Und deswegen kann man auch die Energie sehr, sehr gut darauf fokussieren. Ja. Sehr gut. Vielen Dank auf jeden Fall für die Einblicke. Es ist ein unglaublich spannendes Thema und es würde mich freuen, wenn wir auch noch in Zukunft uns mal wieder hören könnten, um vielleicht noch in eine oder andere Thematik ein bisschen näher und genauer auch einzutauchen. Jetzt würde ich dir einen schönen Nachmittag wünschen. Danke, ebenso. Und liebe Grüße ins Homeoffice. Ja, danke. Dir auch. Ciao. Ciao.